Herr Foda, wie groß war die Erleichterung in dieser 62. Minute, in dieser erlösenden Minute? Господине Фоде, колку беше важен оној момент во 62-та минута? Also ich glaube, wir haben ja in der ersten Halbzeit schon toll gespielt. Hätten eigentlich da schon 3-4-1 führen müssen. Waren leider einmal unaufmerksam und ist uns leider ein Eigentor misslungen. Aber trotzdem ist die Mannschaft zurückgekommen, direkt vor der Halbzeit. Und habe den Jungs auch in der Halbzeit gesagt, dass wir ruhig weiterspielen müssen. Das Wichtigste wird sein, dass wir keine Kontersituation zulassen. Dass wir vor allen Dingen im Zentrum mit Ilse und mit Schlager das Zentrum halten. Wir bekommen unsere Möglichkeiten. Wir haben unsere Möglichkeiten bekommen und haben dann Gott sei Dank auch in der zweiten Halbzeit 3 davon noch ausgenutzt. Und ja, schöner Sieg. Und Spieler haben es toll gemacht. Und klar, wenn man gewinnt, ist auch der Trainer zufrieden. Proto polureme игравме изморедно, ние требаше да водиме веќе и во првото полувреме со 3 или 4-1. Едно немало невнимание доведе до тоа да го примеме тој прв гол, но јас им кажав на моите момци дека треба мирно да продолжат да играат и да ги спречуваат контрите на противникот. И во второто полувреме одевме преку центарот, успеавме со неколку добри шанси да постигнеме и 3 гола. Тоа беше една убава победа и кога победата е убава, тоа беше и тренерот е задоволен. Alles Chida. Herr Foda, wie würden Sie diese Leistung einordnen? War das die beste Leistung vielleicht sogar seit dem Deutschlandspiel oder ist das schwierig, weil man halt Gegner schwer vergleichen kann, aber das war ja doch einigermaßen beeindruckend, wenn man vielleicht von der Chancenauswertung absieht. Das ist richtig, ja. Nein, heute haben wir über 90 Minuten, waren wir sehr konzentriert, haben über 90 Minuten sehr gut gespielt. Aber wir hatten auch schon viele andere Länderspiele, wo wir auch genauso solche Phasen schon hatten, wo wir gut kombiniert haben. Und das einzige Manko war auch in vielen Spielen davor, dass wir einfach die vielen Möglichkeiten, die wir in jedem Spiel vorgefunden haben, dass wir die einfach nicht genutzt haben. Und heute war es Gott sei Dank der Fall, wobei, wenn man was kritisieren muss oder darf, dann muss man einfach, wenn man, das waren ja 100%ige Tormöglichkeiten, und dann muss man einfach das ein oder andere Tor noch mehr erzielen. Aber wir sind zufrieden. Die Jungs haben wirklich heute nochmal alles investiert, ist nochmal geschlossen als Mannschaft aufgetreten und jeder war bereit, für den anderen mitzulaufen, mitzudenken. Und so ist dann auch der Erfolg zustande gekommen. Одновиденот беше, господине Фоде, дали ова беше најдобриот учинок на австријската репрезентација, дури и подобро од оној што го имавте против Германија, и дали може да се споредат овие два противници? Одговорот на селекторот беше, ние концентрирано игравме во текот на сите 90 минути, имавме во другите надпревари исто така вакви силни фази, но како еден недостаток мал, како што имавме и во претходните надпревари, е тоа што голем дел од шансите не го користевме. И ако можеме нешто малку воопшто да критикуваме, е токму тоа неискористување на шансите, но јас можам да кажам дека сум 100% задоволен. Моите момци навистина се инвестираа и ете успеа да дојдат до оваа победа. Хубер Кикер. Franco, zwei Fragen. Die erste, hattest du in der ersten Hälfte, wo durch die vielen vergebenen Chancen jemals Zweifel, dass die Mannschaft das wenden könnte? Und zweite Frage, was bedeutet dieser Sieg, beziehungsweise noch mehr die Leistung für den weiteren Verlauf in der Qualifikation? Дали верувавте во победа уште тогаш и како сметате дека е учинокот сега, дека е Möchte na Timot po oa Poveda? Ja, wir wissen ja alle, der Fußball kann sehr bitter sein. Und klar, man hat ja ein ähnliches Spiel schon mal in Israel erlebt, wo wir auch in der ersten Halbzeit so viele Möglichkeiten vorgefunden haben. Vielleicht nicht so klare wie heute, aber trotzdem hatten wir auch da gute Tormöglichkeiten. Aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir heute das Spiel drehen werden, weil wir einfach extrem gut gespielt haben. Wir waren sehr ballsicher, wir haben gut die Räume nach vorne bespielt, wir hatten immer wieder alle paar Minuten riesige Tormöglichkeiten und haben Gott sei Dank auch das wichtige 1:1 kurz vor der Halbzeit erzielt.
Und wie gesagt, das habe ich auch den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass wir einfach klaren Kopf bewahren müssen. Wir bekommen unsere Möglichkeiten, wir müssen nur noch eine davon nutzen. Und das haben wir Gott sei Dank getan. Und zur zweiten Frage, das vergessen alle. Wir haben schon wichtige Spieler ersetzen müssen, ja, mit David Alaba, mit Julian Baumgartlinger, dann auch in der Halbzeit noch mit Dragovic, der verletzt ausgeschieden ist. Auch Posch hat jetzt sein Debüt gegeben. Und es ist einfach wichtig für einen Trainer auch zu wissen, und das haben die Jungs auch im Training. Ich habe das ja auch letzte Woche nicht umsonst gesagt, dass gerade auch die jüngeren Spieler im Training schon aufgezeigt haben. Und es war für mich überhaupt kein Problem, ihnen dann auch die Möglichkeit zu geben, heute zu spielen. Und ja, Konkurrenzkampf ist größer geworden. Und das ist schön. Und jetzt ist es wichtig, dass die Spieler auch in Urlaub gehen, in ihren wohlverdienten Urlaub, dass sie sich gut erholen und dass wir uns dann im September alle gesund wiedersehen. Und ja, wir haben jetzt 6 Punkte geholt. Die waren sehr, sehr wichtig. Und jetzt gilt es einfach dran zu bleiben, ja, diese Leistungen immer wieder neu abzurufen und auch zu bestätigen. Fudbal zna da vide mnogo gorka prikazna. Setite se na našiot natpravar so Izrael, kada što imavme mnogo izgledni šanse za postignuvanje na golovi, može bi ne toliko izgledni kako što imavme na ovoj natpravar. Но јас бев сигурен и можам да кажам дека моите играчи екстремно добро играа, беа многу сигурни со топката, добро ги затвараа просторите. Успеавме да изедначиме, значи пред да заврши првото полувреме, и во второто полувреме им укажав на моите фудбалери дека треба да останеме на топката и дека треба да напаѓаме силно и дека нашите шанси на крајот ќе дојдат и ќе ги искористиме. Околу вашето второ прашање за важните играчи кои што не беа присутни на овој надпревар, Алаба, Драговиќ, Прошат и така натаму, се важни играчи кои што моравме да некако ги замениме. Факт е дека имаме и добар подмладок, значи млади играчи кои што ствараат конкуренција во нападот, и тоа е добро. Можам да кажам дека сега одиме на заслужен одмор. Моите фудбалери ќе се соберат повторно во септември и ќе видиме како понатаму. 6 бода освоивме во последните 2 надпревари. Тоа е добар ученок и добар успех за нашиот тим. Комплименти за победата, комплименти за вашите навивачи кои ве бодреа во текот на сите 90 минути, иако беа во не толку голем број. На првиот прес пред надпреварот ве прашав дали ви е таргет второто место, со што на некој начин го потврдивте тоа. Предпоставувам, сега ќе ве прашам исто, дали тоа второ место сега го гледате дека е пореално за вашата репрезентација. И имам уште едно прашање. Колку е сериозна повредата на Драговиќ и ваков пораз, веројатно Македонија не доживела оддамна, па затоа ќе ве прашам и замолам дали ќе може да јас и моите колеги да се сликаме со тебе и со Марко Арнутович. И при тоа да додадам, Марко Арнутович потврди дека е спремен за 90 минути игра. Комплимент за тајнен зиг. Mit du hat sich gewendet, der Journalist. Danke, danke. Ich gratuliere für die Fans, die euch dich 90 Minuten auch gefeuert haben, obwohl sie nicht in einer großen Anzahl waren. Vor dem Spiel habe ich eine Frage gestellt, ob Sie die zweite Stelle jetzt in der Tabelle als eine Art Ziel sehen. Wie betrachten Sie jetzt die Sache mit der zweiten Stelle? Ist es jetzt der erste eine Art nächstes Ziel? Und wie tief ist Dragovic jetzt verletzt? Können Sie auch bitte zu Dragovic etwas sagen? Und bevor ich noch weiter fragen würde, ist das der schlechteste, schlimmste Niederlage von Mazedonien zu Hause? Und wegen des Sieges möchte ich ein Foto mit dir machen und mit Arnautovic, wenn es möglich ist. Arnautovic hat gesagt, er wird 90 Minuten stark sein und bereit sein zu spielen. Ja, zuerst mal danke für das Kompliment. Foto dürfen Sie natürlich mit mir machen. Wir haben gewonnen, da stehe ich zum Foto bereit oder zur Verfügung. Und klar, wir wollen unbedingt unter die Top 2. Unser Ziel hat sich ja auch nach den ersten 2 Niederlagen nicht verändert. Habe immer gesagt, nach den ersten 2 Spielen, es gibt noch 8 Spiele zu absolvieren, es ist noch alles möglich. Und man sieht einfach, dass die Gruppe sehr, sehr eng ist. Ja, Polen marschiert vorweg, das konnte man so erwarten.
Und ja, um Platz 2 ist es sehr, sehr spannend. Ja, Israel 7, wir 6, Slowenien 5, Nordmazedonien 4. Also es wird bis zum Schluss spannend bleiben. Und deshalb war es extrem wichtig, dass wir jetzt 6 Punkte geholt haben. Und wir sind jetzt wieder voll mit dabei. Und das war uns sehr, sehr wichtig. Zu Drago, er hat muskuläre Probleme. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Благодарам за комплиментите. Секако дека може да направиме фотографија заедничка, ние победивме. Што се однесува до ситуацијата на табелата, ние се бориме за топ 2 и еве имавме попровичните 2 порази, сепак се успеавме да се вративме. Сепак остануваат уште остана уште 8 надпревари за доигрување. Тесно е во групата, морам да кажам. Полска маршира напред. Следена е од Австрија, од Израел, од Словенија и од Северна Македонија во бодовите, нели 7 има Израел, 5 има Словенија, 4 има Северна Македонија. Ние успеавме овие 6 бода да ги освоиме во последните 2 натпревари со нашиот учинок, што се нешува до Драго, има тој мускуларен проблем, значи повреда на мускулот, но тоа не е нешто сериозно. Ти летсти фраге пите. Последно прашање, молиме. Честитки за победата. Би сакал две прашања да поставам. Првото е пред надпреварот, при анализата на играта на македонската репрезентација, веројатно сте имале друга представа и према таа представа сте ја поставиле играта. Прашањето е дали очекувате вака лошо издание на македонската репрезентација? И второто прашање е дали објективно, значи без политички одговор, дали објективно можете да ни кажете кои репрезентации се објективно најблиски до двете места кои што водат на Европско првенство? Добре. So, zwei Fragen habe ich. Gratulation zu Ihrem Sieg zuerst natürlich. Sie haben das Spiel vor allem die Mannschaft von Mazedonien analysiert. Hatten Sie eine andere Vorstellung, nachdem Sie gesehen haben, wie Sie gespielt haben? War das eine schwache Leistung von Mazedonien? Und die zweite Моја втора фраге е за второто прашање како беше? А така. Објектив, веа, визити табеле, аус, веќе се најбесните два мачшафти кои да, јас мал им камф за тие првите два штелен да гвинен веат. Вас мајнен си? Also, also, wir haben ja vor dem Spiel zwei Spielpläne gehabt, weil wir wussten ja nicht genau, ob Nordmazedonien in einem 4-4-2-System spielt oder in einem 5-3-2. Deshalb haben wir uns auf beide Systeme dementsprechend auch vorbereitet. Wir haben ja selbst angefangen in einem 4-3-3, haben dann gesehen, dass der Gegner im 4-4-2 spielt, haben dann auch auf ein 4-4-2 umgestellt. Sabitzer ist dann neben Marco nach vorne, hat eine Position nach vorne gerückt. Zweite Halbzeit hat Nordmazedonien umgestellt auf ein 5-3-2, dann haben wir umgestellt auf ein 4-2-3-1. Das hatten wir auch im Vorfeld schon besprochen. Also die Mannschaft wusste genau, was zu tun ist. Und ja, wir haben gewusst, dass Nordmazedonien gerade im Spiel nach vorne mit Badi, mit Elmas, mit Pandev und Alioski über die linke Seite, dass sie gut sind. Deshalb wollten wir auch unsere rechte Seite zumachen. Hab mit Stefan Ilzanger noch einen Stabilisator ins Mittelfeld mitgenommen, dass wir keine Kontersituation zulassen. Aber wir haben auch gewusst, dass wir gerade über die Flügel angreifen können, gerade wenn Nordmazedonien in der Vorwärtsbewegung die Bälle verliert, gibt es viele Räume. Da waren wir sehr gut im Umschaltspiel. Und zur zweiten Frage, denke, ist es nach wie vor alles ausgeglichen und alle Mannschaften, Nordmazedonien, Slowenien, Israel und wir, haben nach wie vor alle Möglichkeiten auf den zweiten Platz. Знаевме дека 4-4-2 ќе биде поставеноста на Македонија, меѓутоа така беше во првото полувреме, во второто полувреме се промени во 5-3-2, така да и ние од 4-4-2 го преземавме со Сабица, го поставивме напред, значи за да парираме на таа игра. Потоа се во второто полувреме со формација 4-2-3-1 игравме, знаевме што може да направи македонската репрезентација по левата страна, поготово со Барди, Елмас, Алиоски и Пандев, тие беа посилни. Со нашите контри, со нашите фудбалери успеавме еве да парираме соодветно преку крилата и ете на тој начин дојдовме до она што е резултат на
овој натпревар. Што се однесува до вашето второ прашање, и Северна Македонија, и Словенија, и Израел, и Австрија имаат шанси за второто место подеднакви. Сега, како што тојат работите? Allerletzte Frage, der Teambus wartet bereits auf uns. Автобус чека, последно прашање. Herr Foda, 8 Spieler mit Red Bull Vergangenheit oder Gegenwart heute in der Startformation. Wie groß ist schon der Einfluss von dieser Red Bull Philosophie in der österreichischen Nationalmannschaft und wie schwierig ist es manchmal, die verschiedenen Philosophien unter einen Hut zu bringen? Господине селекторе, како е влијанието на филозофијата на игра на Red Bull и во играта на Австрија? Како тоа се рефлектира пред играта на Австрија? Klar, es ist nicht ganz so einfach, wenn jeder Spieler mit einer anderen Idee kommt. Aber ich denke, dass wir jetzt gerade im letzten Jahr schon bei uns etwas entwickelt haben, auch wenn jetzt die Ergebnisse in den ersten zwei Spielen nicht gestimmt haben. Aber trotzdem waren wir da, gab es auch schon sehr, sehr gute Phasen. Und Spieler sind flexibel ausgebildet, auch in ihren Vereinen. Auch dort werden immer wieder unterschiedliche Systeme praktiziert, auch mittlerweile auch bei Red Bull Leipzig auch, haben auch schon mit Fünferkette gespielt, 5-3-2, 4-4-2. Und klar, unsere Idee ist es schon auch, den Gegner früh unter Druck zu setzen, schnelle Balleroberung zu erzielen, bei Ballgewinn schnell nach vorne zu spielen. Und dann hat sich das auch aufgrund jetzt von Verletzungen und Ausfällen, hat sich das ergeben, dass dann halt jetzt auch viele Spieler von Leipzig bzw. Salzburg auf dem Platz standen. Und ja, ich habe ja gesagt, es belebt das Geschäft. Es gibt neuen Konkurrenzkampf, es gibt jetzt einige Spieler, die haben gerade bei dem Lehrgang positive Eindrücke hinterlassen, auch im Spiel. Und was gibt es Schöneres für einen Trainer? Не, едноставно, секако дека ние забележавме одреден развој во последните години, морам да кажам дека првите два надпревари не беа за нас добри, но понатаму успеавме во добри фази да влеземе, добро да ги спремиме нашите на фудбалери. Инаку Red Bull Leipzig практично игра со таа постава 4-3-2 и ние ја користиме и онаа другата постава 4-4-2 за да го ставиме противникот под притисок, за да можеме да успееме да ги искористиме и недостатоците на противникот, но исто така да играме кон напред и исто така ги гледаме дел од фудбалерите кои што играат и во Leipzig и во Salzburg. Така да можам да кажам дека настанува една нова конкурентна борба за секоја позиција во тимот, што за мене како тренер е многу добра работа. Liebe Kollegen, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend. Почитувани колеги, благодарам за интересот, ви посакувам пријатна вечер.